Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing und Update-Video hier auf meinem Kanal. Ich gehe einfach mal durch, was die letzten Tage und Wochen so an Neuigkeiten dazu gekommen ist. Einiges ist auch noch verpackt, das heißt, das packen wir dann auch zusammen aus. Juhu! Wir fangen mal mit dem hier an. Snakes on a Plane auf DVD. Und warum auf DVD? Weil es den nur auf DVD gibt, da gibt es noch keine Blu-ray von. Den haben wir für 1 Cent bei Rebuy uns zugelegt. Und der war wirklich richtig, richtig lustig. Der war gut, der war unterhaltsam, der war spannend. Klar war der totaler Blödsinn. Aber er war echt gut gemacht, er hat Spaß gemacht. Die Action war ganz cool. Samuel Jackson war natürlich wieder cool. Ja, Snakes on a Plane auf DVD. So, dann kam der hier noch dazu, der ist auch schon ausgepackt. Eine Doppel-DVD, einmal mit Jason Goes to Hell, ich glaube das ist der 9. glaube ich, und Jason X, der 10. Ich finde die Freitag der 13. Filme sind total, allesamt total überbewertet. Den einzigen, den man wirklich gucken kann, ist der 1., finde ich, und am 2. kann man das eigentlich auch schon vergessen. Richtig gut ist dann bloß noch Freddy vs. Jason und halbwegs unterhaltsam finde ich noch Jason X, weil er wirklich Trash ist und auch nicht mehr wie Trash sein will. Er ist auch blutig und die anderen Freitag der 13. Filme, die haben weder, sind die von der Story irgendwie irgendwas Aufregendes und die werden auch teilweise wirklich immer haarsträubender. Ja, und blutig sind sie auch nicht wirklich. Also das ist auch... Die bieten gar nichts, finde ich. Und den haben wir wirklich bloß gekauft, weil der hier günstig war und weil Jason X hier drin war. Für den hätten wir, glaube ich, mehr bezahlt, wenn wir den einzeln gekauft hätten. Hier ist jetzt noch Jason Goes to Hell mit bei. Sei es drum. So, dann gab es den hier noch neu. Den gab es bei Saturn für, sieht man's, 6,98 €. Und den habe ich schon länger auf der Wunschliste. Jetzt habe ich immer mitgenommen. So, zack. Der ist von Fox, könnte sein. Bei Fox bin ich mir gerade nicht sicher wegen Wendecover. Aber ich glaube, die haben keine Wendecover, oder? Nee, genau, Fox hat keine Wendecover. Hier ist bloß noch mal ein bisschen Werbung mit bei und dann die Scheibe halt. Black Swan. Darum geht's. Einfach Pause drücken, wer es durchlesen möchte. So. Dann ebenfalls neu beim, wo haben wir den gekauft? Ich glaube beim Mediamarkt oder bei Saturn. Ich weiß es gar nicht. Sin City 2 als 3D Blu-ray. Ich habe bereits das 2D Steelbook. Und da jetzt halt kurz nachdem wir uns das Steelbook gekauft haben, noch der 3D-Fernseher dazu kam, rüsten wir halt auf und der war halt vom Preis her, wo ich sage, okay, das ist okay. Haben wir den halt nochmal nachgeholt. Und hier steht dann auch gleich drauf: Wendecover. So. Hier auch wieder Werbung. Ist hier noch irgendein Code oder irgendwas mit bei? Ne, nur Werbung. So, hier ist die Scheibe. Auch nur die 3D-Scheibe. Ich weiß gar nicht, ob das 2D mit bei ist, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da wir, wie gesagt, auch das 2D-Steelbook haben. So. Einmal wenden. Und zack, ist der hässliche FSK-Flatschen weg. Ja, zu dem Film selber, den kennen wir natürlich schon. Hätte man sich am Ende ein bisschen mehr Mühe gegeben, diese ganzen losen Storys irgendwie ein bisschen miteinander zu verbinden, hätte er mir richtig gut gefallen. Aber am Ende hatte ich immer bloß das Gefühl, ich gucke mir einen halbfertigen Film irgendwie an
So nach dem Motto, mach selber was draus. Ja, verschenktes Potenzial, würde ich sagen. Okay, aber halt bei weitem nicht so gut wie der erste Teil. So, dann kam der hier noch dazu. Der hat jetzt auch mal knapp unter 10 Euro gekostet und dann kam er mit in den Einkaufswagen. Das ist auch so ein Found-Footage-Film. Der Trailer war jetzt irgendwie, naja, mal gucken. Ich gucke ja so eine Filme, wenn sie gut gemacht sind, wirklich gern. Ich erwarte hier jetzt nicht ganz so viel, aber vielleicht werde ich ja positiv überrascht. So, steht hier irgendwas von Wendecover drauf? Nee. Aber gucken wir mal, das ist Universal, die könnten Wendecover gemacht haben. No, darum geht's. Genau, Universal hat ein Wendecover gemacht. Ich glaube, das ist eines der großen Major-Labels, die immer noch ein Wendecover machen. Ich glaube, Paramount macht keine, Fox macht keine. Bei den Rest weiß ich es gerade gar nicht. Und Universal macht halt welche. So. Das sitzt noch nicht perfekt. Zack. So. Ja, mal gucken, wie der so ist. So, dann als nächstes ein Film, den ich eigentlich gar nicht auf dem Plan hatte, aber da lag das Mediabook aus der Premium Collection von Warner irgendwie aus für 7,90 Euro. Und dann dachte ich, ach, nimm ihn doch nochmal mit. 10.000 BC von Roland Emmerich. Im Kino, der Film ist auch schon irgendwie jetzt irgendwie eine Weile alt. Genau. Und im Kino war ich arg enttäuscht. Da war ich schon so weit, dass ich dann einfach nur noch drüber gelacht habe über diesen Film. Aber vielleicht, wenn ich ihn einfach bloß irgendwie als 0815 Fantasy-Film nehme, kann ich vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen. Und für 8 Euro, nicht mal für 7,90 Euro, das Mediabook, da dachte ich, ach komm, nimm ihn mit. Hässlich ist es ja nicht, das Ding. Und ich denke, wenn er mir nicht gefallen sollte, habe ich nicht so viel Geld in Sand gesetzt. Aber vielleicht nach 7 Jahren, wo er in den Kinos kam, vielleicht kann ich ein bisschen mehr inzwischen damit anfangen. So, dann packen wir das Ding mal aus. Zack. Echt. So, ich glaube, hier ist auch wieder so ein Schutz, so eine Schutzhülle dabei. Das finde ich von der Sache her nicht verkehrt. Aber das mit dem FSK-Ding, das ist natürlich. Nein. Danke, Frau von der Leyen, für diese großartige Errungenschaft. Aber was will man machen, ne? Wenn er die Öffentlichkeit unter Druck setzt? Wenn die bösen Filme und die bösen Videospiele die unschuldigen Kinder verderben, muss man halt was machen. Und das Einzige, was man machen kann, ist den FSK-Flatsch auf das Produkt draufpressen. So, gucken wir uns das Ding mal an. So schaut's aus. Viel Text, das ist schon mal nicht verkehrt. Auch ein paar Fotos. Ja, hier ist dann die Blu-ray drin. Ja, mal gucken. Irgendwie freue ich mich auch schon wieder drauf, ist schon lange her. Und ich gehe mal davon aus, dass es zumindest unterhaltsam ist, wenn er schon nicht irgendwie die große Story, technische Offenbarung irgendwie ist. So, dann auch noch eine Box, die ich auch nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte, die ich schon ewig nicht mehr am Saturn oder im Mediamarkt gesehen hatte und wenn, dann auch nur für 30 Euro plus. Jetzt habe ich sie gekriegt für 15,99 und dann dachte ich, nehme ich sie mit. Die 20. Staffel von den Simpsons, die ist damals ja
außerhalb der Reihe der normalen Veröffentlichung auf den Markt gekommen, halt zum 20-jährigen Jubiläum der Serie. Hier ist auch keinerlei Bonusmaterial drauf, wirklich nur die Folgen. Und ich glaube zum ersten Mal auch, wie hier, in 16:9. Also die ersten 9 Folgen sind noch in Vollbild und ab der 10. Folge ist es dann in 16:9. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich glaube, ich habe noch keine Folge vollständig in 16:9 Widescreen gesehen. Bloß mal den Vorspann über YouTube irgendwie, den neuen. Aber eine ganze Folge habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Da bin ich mal gespannt. Ja, die 17. kam ja jetzt zuletzt raus mit der Legoland-Veröffentlichung. Und wie es aktuell aussieht, war es das ja dann mit den Simpsons. Fox hat ja nicht vor, das irgendwie weiter zu veröffentlichen. Zumindest haben sie das für den amerikanischen Markt so angekündigt. Ob das dann auch tatsächlich den europäischen Markt so betrifft, weiß ich nicht. Mir würde es auch reichen, wenn die so veröffentlicht werden. Einfach nur die Folgen drauf, ohne groß Bonusmaterial, und dann soll das reichen. Die Dinger müssen ja dann nicht unbedingt 40 Euro kosten, wenn sie auf den Markt kommen. Reicht ja dann noch, wenn sie 25 kosten. Und Hauptsache man hat aber, es geht weiter. Oder Fox beschließt halt, wie andere Labels das auch machen, halt die Serie unterzulizenzieren an ein anderes kleines Studio, das auszuschreiben und das ein anderes Studio das dann veröffentlicht. Das wird ja inzwischen auch ganz oft gemacht. Mal gucken. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es doch noch mit den Simpsons irgendwie weitergeht. So, dann packen wir das mal aus. Tja, wo kann ich jetzt hier am besten mit der Schere ansetzen, ohne irgendwas kaputt zu machen? Hier. So, der ist ja aufgedruckt, das merkt man gleich. Ja doch, aufgeklebt, nicht aufgedruckt. So, hinten ist wieder das Papierchen. So, das find ich ganz cool hier, dass man das so abziehen kann. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, dann machen wir, gucken, ob wir diesen Unrat hier wegkriegen. Zack. So, dann kann man das so aufziehen. Das finde ich sehr lustig. So, und dann, wie geht's dann weiter? Ach ja, wie diese letzten grausigen, ja, mit dieser grausigen Veröffentlichung, mit dieser grausigen Öffnung hier. Und dann zieht man, ey, das ist so abartig, das Ding so raus, und hier sind dann die Scheiben drin. Ich meine, die Dinger sind ja hübsch gemacht, ne? Da kann man echt nichts sagen. So sieht es von der Rückseite aus. Und hier in diesen Fächern sind dann immer die Scheiben drin. Ob das für die Sicherheit der Scheibe so gut ist, wenn man die einfach bloß so in diese Fächer immer reintut, weiß ich nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich die Scheiben einfach mal alle rausnehme und einfach in so einen CD-Fächer irgendwie reinmache, wo ich die immer rausnehme. Weil immer dieses, ich gucke es nämlich doch relativ oft, gerade die Simpsons, die laufen irgendwie bei mir in Dauerschleife abends. Und immer dieses Rein- und Rausnehmen aus diesen ollen Pappfächern, ich weiß nicht, ob das so gut für die Scheiben ist. So schön, wie es gemacht ist. Ja. Dann mal gucken, dass ich das wieder reinkriege. So, mal gucken, ob ich das schaffe, ohne die Kamera hier umzureißen. Zack. Ja, und dann, das ist natürlich auch immer eine auf und zu und auf und zu. Und gerade mit so Pappe, die geht dann auch mal schnell kaputt und dann sind Dellen in den Ecken. Ja. So, dann machen wir mal den Überzieher wieder drum. Zack. Und hier sind ja die Simpsons, wie sie aussahen, bevor sie in Serie gegangen sind, bevor sie noch bei Tracy Ullman in der Show so als Lückenfüller liefen. Inzwischen hatten sie, glaube ich, auch einige kleine Cameos in der Serie selbst. So, ja, mehr habe ich jetzt auch gar nicht. Ich werde den Knoten aus der Zunge entfernen und mich in den Sonntagnachmittag stürzen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr sehen möchtet, könnt ihr den Kanal gerne irgendwie hier, dort oder dort abonnieren. Einen Kommentar hinterlassen, wie auch immer. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.